sure things number more than two. Death and taxes and everybody poops. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Max ermittelt Folge 7. Hab mich vorher im Kaffeeklatsch vertan. Ich habe ja gesagt, die zweite Folge. Hab's aber allerdings schriftlich verbessert, indem ich geschrieben habe, siebte Ausgabe. Also, ja. Ich habe 12 Kanäle ermittelt. Ich ermittle ja immer von klein bis zu meiner Größe. Und ich blende die passenden Bilder ein und wie immer verlinke ich euch die Videos von den entsprechenden Kanälen, die ich einblende. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal mit dem ersten Video vom ersten Kanal an. Pianissimo.de. Der hat 13 Abos. Das Video ist vor 2 Wochen, wo ich euch verlinke. Und das letzte Video, wo er rausgebracht hat, war vor 7 Tagen. Ab morgen schon 8. Der Pianissimo, der spielt halt Klavier. Man sieht ihn zwar nicht, aber man hört, dass er Klavier spielt. Ich habe eins gesehen, wo er von Mozart was spielt und halt das, wo ich euch verlinke, wo er was von die Metallica spielt. Also es lohnt sich da mal ein bisschen reinzuhören in die verschiedenen Videos. Dann kommen wir zum zweiten, Entertainment Powerfuchs. Der hat 511 Abos. Vor 6 Tagen ist das Video, wo ich euch verlinke. Und das letzte war gestern, also am Samstag. Der Entertainment Powerfuchs, der macht verschiedene Videos. In dem Video, wo ich euch verlinke, da hat er irgendwie so eine komische Maske auf und da präsentiert er halt Kritik, also Filmkritik. Ja. Und im gestrigen Video hat er sich als Spider-Man verkleidet, trinkt irgendwie Tee oder Kaffee, was weiß ich, was das ist. Aber warum der die Maske auf hat und die Verkleidung, das wissen die Götter. Dann sind wir beim dritten Kanal. Das ist der Mats Knödel. 107 Abos vor 4 Monaten, das wo ich euch verlinke. Letztes vor einem Monat. Der Mats Knödel, der macht auch verschiedene Videos. Wahrscheinlich die, wo ihm gerade einfallen. Und das, wo ich euch verlinkt, das ist halt sein 100 Abonnenten Special gewesen. Da redet er halt so über seinen Kanal. Ja, der Kanal ist sehenswert. Dann kommen wir zum vierten. Pengu. Die Abos sind unbekannt. Und das letzte Video vor 3 Tagen. Die Abos sind deswegen unbekannt, weil das ist bei manchen Kanälen so, die blenden, die zeigen das nicht, so wie ich jetzt oder so wie die anderen Kanäle. Da steht das praktisch einfach nicht dran. Ja, und der Pengu, der macht auch verschiedene Videos. Ein Video ist mit dabei vom Drachenlord und halt das, wo ich euch verlinke, ist auch mit dabei. Dann kommen wir zum fünften. Wandern mit Herz. Der Kanal hat 790 Abos und das letzte Video ist vor 4 Tagen gekommen. Wandern mit Herz, das ist so ein Wanderkanal. Das ist einer, der zeigt halt so Wanderungen, wo er unternimmt und erklärt auch, wie man da wandern kann an den Orten. So Wanderkanäle schaue ich recht gern an. Dann kommen wir zum sechsten, Nummer 6, Zahl 6, selbst gemacht. 710 Abos und vor 4 Tagen das letzte. Selbst gemacht, das ist so ein Kanal, der kocht halt, beziehungsweise das ist nicht die, wo den Kanal macht und die kocht halt und zeigt, wie man das selber nachmachen kann. Finde ich auch sehr interessant. Dann kommen wir zum siebten, alle Farben des Lebens, 70 Abos und vor 7 Tagen hat sie das Video rausgebracht.
alle Farben des Lebens ist, glaube ich, auch ein Kochkanal, wenn ich mich nicht irre. Also genauso wie das vorige. Dann sind wir bei der Nummer 8. Wandersocke. 411 Abos und vor 2 Tagen. Wandersocke ist genauso wie Wandern mit Herz ein Wanderkanal. Ne? Dann sind wir bei Nummer 9. Wundervolle Wanderwelten. 364 Abos vor 2 Wochen. Das ist auch der Wanderkanal wie die anderen beiden. Brauche ich gar nicht so viel dazu sagen. Ne? Dann sind wir bei der Nummer 10. Miss Bam 411. 334 Abos und vor 5 Monaten ist das Video, wo ich euch verlinke, rausgekommen. Die macht verschiedene Videos, unter anderem mit Hamster. Das Video, wo ich euch verlinke, ist ja auch ein ganz kurzes, ich glaube 15 Sekunden bloß, irgendwie mit dem Hamster. Oder mit einer Ratte oder was das ist, was weiß ich. Auf jeden Fall macht die hauptsächlich mit ihrem Haustier, ist das wahrscheinlich Videos. Dann kommen wir zur Nummer 11. Glips Football. Der hat 3 Abos und vor 2 Tagen ist das Video, wo ich euch verlinke, rauskommen. Das, wo ich euch verlinke, ist zwar Let's Play, aber sonst bringt der Clips vom Football. Also, das muss ja englischer sein, weil wenn man in die Kommentare guckt, dann sind die Kommentare überwiegend englisch. Und das letzte, Weg Anna. 627 Abos und vor 15 Minuten, weil nicht schon vor, nicht länger. Aber wie ich das abgeschrieben habe, waren es vor 15 Minuten. 627 Abos deswegen, weil ich der 627. Abonnent bin. Das ist ein Kanal von einer Die, weil Weg Anna, die zeigt halt, wie man vegetarisch kochen kann und was es da für Rezepte gibt. Und von daher, dass ich ja versuche, weniger Fleisch zu essen, interessiert mich das vor allem, weil ich habe mir vorgenommen, irgendwann einmal selber zum Kochen. Aber da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Naja, auf jeden Fall, wer sich für den letzten Kanal interessiert oder für einen von denen Kanäle interessiert, kann ja mal vorbeigucken. Ansonsten war es das. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Um 14.30 Uhr gibt es den Livestream. Ihr könnt mir meine Social Media Sachen folgen. Wie ich da heiße, steht hier im Bild und in der Videobeschreibung. Meine beiden anderen Kanäle sind in der Videobeschreibung verlinkt. Die 12 Videos von den Kanälen sind verlinkt. Und wo mir Post hinschicken kann, steht auch in der Videobeschreibung. Ansonsten habe die Ehre, wir sehen uns nachher um 14.30 Uhr im Livestream.